gegen 18:30 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Wittmund, Eggeling und Burhave zu einem Feuer eines Betriebsgebäudes hier im Gewerbegebiet alarmiert. Ersteintreffende Kräfte konnten bereits eine Lagerhalle hier vorfinden, die sich im Vollbrand bestand. Aufgrund dessen wurde eine Alarmstufenerhöhung veranlasst, sodass unter anderem die Ortsfeuerwehrlage Hofel nachalarmiert worden ist, das DRK, die Drohnengruppe der Kreisfeuerwehr und überörtlich die Drehleiter aus dem Landkreis Friesland. Wir haben auf dem Betriebsgebäude eine vollwertige PV-Anlage, also die gesamte Dachfläche ist mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Weiterhin galt es, aus der nahegelegenen Halle eine Wasserversorgung hier zur Einsatzstelle aufzubauen. Aufgrund des Vollbrandes sind wir gar nicht in den Innenangriff übergegangen. Wir haben direkt mit den Drehleitern, sowohl der Drehleiter aus Wittmund und der Drehleiter aus Jever, eben nur den Außenangriff gestartet, weil alles andere für die Einsatzkräfte eben halt zu gefährlich gewesen wäre. Ja, auf jeden Fall der Einsturz, eben aufgrund der PV-Anlage oben auf dem Dach und weiterhin aufgrund der Brandlasten, wie beispielsweise die Gasflaschen. Es waren mehrfach Explosionen wahrnehmbar, hieß es als besondere Gefahr mit hervorzuheben. Zur Brandursache kann gegenwärtig keine Aussage getroffen werden. Die Polizei Aurich Wittmund wird dazu entsprechend die Ermittlungen aufnehmen.